das Wetter der Woche diesmal für die Zeit. Der Ulrich Latona ist ja ein Kolumnist, wie man so schön sagt. Die haben es ja immer schwer. Und er sagt, man kann nicht immer, Europa und Deutschland kann nicht immer abseits stehen. Man muss wieder Krieg führen. Verstehen Sie? Also einfach draufhauen. Es ist ja so, er selber ist wahrscheinlich ein altgedientes Frontschwein, kann aber jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so zur Waffe greifen wie andere. Das müssen wir jetzt für ihn tun. Ich oder meine Omi Glimsch in Zittau, die ja eigentlich mehr oder weniger an der Frontlinie lebt. Ne? Also ich sag mal, die Zeit ruft eigentlich jetzt auf, nicht nur, dass man aufrüstet, sondern auch, dass man eingreift. Nicht nur mit schnellen Eingreiftruppen, sondern insgesamt einfach eingreift. Nicht? Das ist nicht wegen Russen oder so, sondern wir halten uns aus allen Dingen raus. Das sagen ja auch die Flüchtlinge in Lesbos. Nicht? Weil die möchten auch dieses Eingreifen, dieses, dass man irgendwie und so weiter. Nicht? Aber da ist einfach nicht zu wollen. Nicht? Es wird einfach viel zu wenig eingegriffen. Nicht? Jetzt fragt man sich natürlich, wohin das alles führt. Meine Omi Glimsch sagte, die an der Frontlinie lebt, sie macht es eh nicht mehr lange, sagt sie, nicht ich. Nicht? Sie macht es eh nicht mehr lange. Insofern käme ihr ein Krieg auch und uns wahrscheinlich auch, käme auch gelegen. Aber ich sage immer, nicht vor den Feiertagen, nicht während der Feiertage und nicht gleich nach der Feiertage. Lasst uns einfach diese Weihnachten, diese, vielleicht sind es die letzten, lasst uns die einfach noch mal ruhig machen. Nicht? Dass man da einfach sozusagen, wenn man den, und ich sage auch den Flüchtlingen oder die wirklich in Not leben oder so, legen Sie mal alle Sorgen beiseite, machen Sie vielleicht einen Spaziergang, lesen Sie ein gutes Buch, nicht, den Hungernden oder so, lesen Sie ein gutes Buch, denken Sie, besuchen Sie Ihre Liebsten und so, dass man einfach mal ein bisschen runterkommt von diesem Ganzen. Das wünsche ich natürlich auch allen Lesenden und Leserinnen, auch den Analphabeten bei der Bundeswehr. Aber Bundeswehr, die haben ja jetzt einen jüdischen, stellen Sie sich das mal vor, einen jüdischen Militärseelsorger eingestellt, nicht? Wegen dem Antisemitismus in der Truppe. Und das ist gut so, nicht? Die Türken, also die Erdogans und so, die haben niemanden. Also einen Imam oder wie der heißt, den will die Bundeswehr nicht haben, nicht? Aber vielleicht dann nach Weihnachten. Der Türke feiert ja an sich keinen Weihnachten, weil er da einmarschieren muss in Syrien oder sonst wo. Oh, frohes Fest! Frohes Fest, ihn allen!